Einen wunderschönen guten Tag, Abend. Bei mir ist schon fast Abend. Wir haben schon gleich, glaube ich, irgendwann schon. Wir haben noch vier auf jeden Fall, irgendwann halb fünf. Fünf ist irgendwo Abend. Und herzlich willkommen zurück zu Sims 4. Ja, ich glaube, sie wollte gerade auf Toilette gehen. Sie ist unheimlich angespannt. Außerdem stinkt sie bis zum Himmel. Ich riech das durch den PC, ich schwör's. So, nein, Spaß. So, wir waren arbeiten. Was haben gemacht? Aufnahme schon über eine Woche her. Schön. Nein, nicht über eine Woche ist es her. So, ja, komm. Geh mal Pipi machen. Nee, Pipi machen. So. Oh, Moment. Da muss ich draufklicken. So. Geh. Macht sie sich noch schön nackig? Nackig. Wir sollen Patienten übergeben. Mehr Auswahl, freundlich. Wir können keinen Patienten übergeben. Eine Spritze geben. Können wir schon irgendeinen Patienten behandeln? Nö, natürlich können wir es nicht. Patienten untersuchen. Augen untersuchen. So. Ja, nach ihrem Tag fragen. Ich denke, da kommen die schlechten Gewisse mit Show hoch. Wette ich 100 Euro, dass das so ist. Dip. So. Alle Freikirchen, bla bla bla, yeah. Juhu, Patientenprobe analysieren. Ja, das machen wir doch mal gleich. Das glaube ich nicht, Mann. Warum geht ihr immer an dem wir gehen wollen? Das kann doch nicht sein. Klaut uns immer alles, die Brigitte. Immer. Aber tags geht noch 2 Minuten. Arbeitstags voll mit S. Ja, was ist denn da schön? Wahrscheinlich kommt jetzt wieder die Musik. Du hast verloren. Yeah. Sag ich doch, die kommt wieder. Wurden keine Ahnung, die nicht da drin, so dass sie weiter untersuchen können. Ja, können wir sie eigentlich schon übergeben? Möchte ich einen Rat geben? Ja. Dann machen wir mal eben noch mehr Untersuchungen, Körper untersuchen. Ja, ich weiß. Das kann ich Spiel spielen. Temperatur messen. Wo ist jetzt die olle Brigitte? Jetzt können wir nämlich unser. Wo ist jetzt denn jetzt Brigitte? Da ist Brigitte. Komm her. Ja, soll Patient übergeben. Lauf, Ariel, lauf! Bevor dein Tag zu Ende ist.
Haben wir wenigstens noch was geschafft. Kann ja mal wieder ewig dauern. Das düstelt mich. Es war ja klar, schaffen wir eh nicht mehr. Entschuldigung, ich habe gerade getrunken. Jetzt kannst du gerne mit deinem Handy spielen, weil jetzt geht's eh nach Hause. Ja, toll, ja. Schon wieder keine Beförderung, ey. Wir sind so schlecht, ne? Wir sind einfach so schlecht in diesem Spiel. Naja, jetzt ist nur Sims 4. Man kann nicht wirklich schlecht in Sims 4 sein, oder? Oder? Moment, ich habe gerade mal kurz was geguckt. Ich habe mich nur gewundert, dass ich da oben so einen weißen Strich habe. Oh. Hochzeitsfeierplan, Mehrauswahl. Romantik. Dichtelmächtel, komm, machen wir mal ein Dichtelmächtel. Oh, guck mal, da freuen sie sich. Da haben sie sich gerade schön gefreut. Juhu. Oh nein. Die wollen hier eine Runde rummachen und... Wie ein Vierer, ne? Wie ein Vierer. Mann, ich möchte gerne in das Zimmer, danke. Nein. Nein. Wie ein Vierer. Nein, Mann, das geht nicht so, wie ich mir das vorstelle. Scheiße. Fällt mir auch gerade ein, ich habe eben bei Anu vergessen, ein Thumbnail zu machen. Shit. Könntet ihr bitte abhauen? Du auch? Die möchten ein bisschen Spaß haben? Natürlich erst mit der stinkigen Ariel ein bisschen rummachen. Beförderung zur Schmiererin für Wasserfarben. Geh erstmal duschen, bevor du mit mir ins Bett steigst. Mach die denn schon wieder hier drin? Was macht die? Die wollten doch gerade loslegen. Dann geh erstmal duschen. Einfach so fies. Die wollten einfach loslegen und die kommt einfach die ganze Zeit rein. Das ist doch... Wieso trägt die immer so scheiße Kleidung? Das sieht aber immer so scheiße aus, ihre... Was wird ändern? Alltagskleidung. Könntest du dir bitte was anziehen, bitte? Weiß ich, die kommt auch noch mit ihrem... Ist das jetzt ihr Ernst? Jetzt pennt ihr auf dem Sofa? Oh. Kannst du dir bitte was anziehen? Alltagskleidung. Und wenn du müde bist, dann geh schlafen. Aber schlaf nicht auf dem Sofa, wo andere auch noch sitzen wollen.
bitte. Das ist doch zum Kotzen. Sind wir jetzt wieder sauber? Ja, schön. Jetzt können wir auch was essen gehen. Was steht denn da? Ach, die nimmt sich schon was. Ja, kalt kochen ist noch nicht erfunden. Oh, das gibt hier gleich wieder Ärger. Ich habe dieses Gefühl. Freue mich zu Ariel sein. Janet plant einen Witz machen. Bla bla. Ich habe das Gefühl, das gibt hier gleich wieder ganz schön Stress. Ich habe dieses Gefühl im Blut. Jetzt müssen sich alle totlachen. Okay, die stellt da einfach ihren Tisch, ihren Dreck ab. Okay. Danach kann er mal schnell auf Toilette gehen. Aber gut, dass hier nichts passiert ist. Weil ich dachte, das hätte wieder Stress gegeben. Unwohl. Rückenschmerz. Outfit ändern, Alltagskleidung. Danke! Okay. Ariel geht jetzt irgendwann zur Arbeit, ne? Geht jetzt zur Arbeit? Zeit für Arbeit. Muss Jolin heute arbeiten? Nö, der hat frei. Und sie hat auch heute frei. Könnten. Komplett mit Ariel und komplett mit Überaussehen machen. Wie lange ist Ariel denn? Lamina Galpa Wati. Kenny Dorsa. Nulet. Ah. Fancy. Oben. Aha. So, unsere Punky kann eigentlich was malen gehen. Die kann eigentlich was Schickes malen gehen. Ach, die sitzt wieder bei denen ohne im Schlafzimmer, ey. Das kann ja nicht sein. Was malen wir denn Schönes? Realistisches, surrealistisches Gemälde. Nehmen wir ein großes. Wie weit ist die denn mit Malen? Die Malerei. Stufe 6, fast Stufe 6 sind wir. Ist ja auch nice. Ja, die ist müde, ist egal. Die hat nicht müde zu sein. Die hat nicht müde zu sein. Ich stelle jetzt dieses blöde Ding da raus, weil sonst, werden die nie Spaß haben. Wenn da ständig jemand drin sitzt. So, stehen wir es nach draußen. Scheiß drauf. Hauptsache, die sitzen nicht mehr in dem Zimmer bei denen.
Das ist ja zum Kotzen. Wenn ich ständig dein Zimmer sitze und die wollen da ihren Spaß haben und ständig stört sie da jemand. Das kann ja auch nicht sein. Oh, Jeanette ist ins Schlaf gegangen. Ja, wenn du müde bist, dann geh doch bitte richtig schlafen. Hier hingehen. Geh bei denen aus dem Schlafzimmer, das geht so nicht. Der Joe, der kann auch schlafen gehen. So, Stufe 6 machen wir noch. Die kann das am Morgen zu Ende malen. So neu. So ein... eigentlich ein bisschen an Thomas die Lokomotive irgendwie. So, hier so die Augen und hier so die Lokomotive, so ein bisschen, ne? Okay, jetzt doch nicht mehr, es ist eine Wolke. Es ist eine Wolke, Leute. Ja, geh, es wird Zeit zum Schlafen gehen. Es ist eine Wolke, Leute, es ist eine Wolke. Es ist das Wolkengemälde. Es ist das Wolkengemälde. Es geht hier eiskalt das Licht aus. Es ist ein Wolkengemälde. Oh, huch, das wollte ich gar nicht. Ich habe schon einen perfekten Namen für die Folge. Erzähle ich aber keinem. So, jetzt schläft jeder. Geht es auch zurück? Oh. Ich kann kurz duschen gehen. Duschen. Geh duschen. Los, geht hin, bewege dich und geh duschen. Yeah. Toll. Wer weint denn hier schon wieder rum? Die sind doch alle am Schlafen oder weint Gitte rum? Weil sie stinkt. Und müde ist. So. Ich hab schon wieder Durst. Das ist schlimm mit mir. Komm schon, Gitte. Wieso duscht sie stöhnend? Die ist ja schließlich hier die Techtelmechtel-Crasherin. Sie und Joe. Zweimal! Zweimal! Die Techtelmechtel-Crasherin. Jetzt schleift sie sich durch die Wohnung in ihr Bett, dessen Matratze steinhart ist. Ja, wir legen uns ins steinharte Bett jeden Moment. Genau jetzt. Und sie schläft. Und sie schläft und wir beenden jetzt die Folge. Ja, naja, ja, machen wir jetzt. Ich wünsche euch an dieser Stelle noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge bei Die Sims 4. Die Techtelmechtel-Crasher. Nein, Spaß. Bis dann, bis ins nächste Video oder irgendwo anders in meinen Let's Plays. Bis dahin, tschüss.